Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich hoffe, der Wagen fährt gleich weg, weil es ist wirklich sehr, sehr laut hier. Freunde! Moment, es ist windig. Genau, Freunde, was läuft? Alles okay? Ihr dürft euch nicht manchmal wundern, wenn ich so cringe Sachen raushaue, die ich wirklich vorher nicht geplant habe, aber ich probiere halt natürlich immer Sachen zu bringen, die vielleicht lustig rüberkommen. Das Ganze, darüber denke ich nie nach, ich haue das Ganze immer nur raus, ja. Und, aber es ist wie gesagt, so gesehen, indirekt bewusstes Cringe, ja. Ich möchte die Videos auch lustig sozusagen produzieren und nicht nur ständig ernste Videos machen. So, heute sind wir, ah ja, übrigens, was geht ab? Mein Name ist J6, all in the mix, willkommen zu einem Video. Und heute checken wir den besten Dönerladen ab, der beste in Steglitz. Ohne Scheiß, viele haben darüber gesprochen, auch in den Kommentaren, komm. Habe ich gedacht, komm, wir checken mal heute diesen Dönerladen ab. Und zwar ist das der City-Döner. Hier direkt am Rathaus Steglitz, Freunde. Da nochmal das Schloss. Ja, das Schloss Rathaus Steglitz. U-Bahnhof Rathaus Steglitz, wie ihr sehen könnt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe schon bestellt. Da kommt der Kollege, fragt mich auch schon. Ja. Und ja, Abi, schaut euch das Fleisch an. Sieht wirklich sehr gut aus. Wie geht's, Bruder? Alles klar? Ja, oh, heute stylisch mit Käppi unterwegs. Ja, mit Knoblauch, bitte. Nur Rotkohl und Kopfsalat. Ja. Schaut mal, wie er das macht. Schön dünne Scheiben, geiler Typ. Ja. So, Freunde, wir sind offiziell hier. City Döner, der beste in Steglitz. Jawohl. Ja, da ist der Meister und der andere Meister. Freunde. Genau, nee, ohne. Cooler Typ. Der ist sehr flink mit dem Messer. Geiler Typ. Meister, ich nehme noch eine Cola in der Flasche, weil es am besten schmeckt. So, bitte. Oder? Dankeschön, ja. Cola in der Flasche, Lutfen. Freunde, ich muss irgendwann wirklich mehr Türkisch lernen. Ich kann überhaupt kein Türkisch. Dankeschön, herzlichen Dank. 600 bitte, ja? 600 ist viel, Bruder. Ich bin selber noch arm. Dankeschön. Ich kann schon mal sagen, dass der Döner hier vom Preis her wie überall Standard ist. 4 Euro Döner. Dankeschön. Danke, Abi. Und Dürüm-Döner, ich weiß gar nicht, Dürüm-Döner 5 Euro oder so. Was kostet der Dürüm-Döner bei euch? 5. Also halt Standard. Vom Preis her sehr Standard. Also Döner 4 und Dürüm 5. Komm, wir probieren das Ganze natürlich für euch. Ich kenne das ja schon, aber ich mache das jetzt hier für euch nochmal. Lange Zeit kein Döner, jetzt wieder Döner, Freunde. Wir machen das richtig Ghetto-Star hier an der Ecke, wie so ein... So ist das mal. Genau. Nochmal kurz checken. So sieht der Laden aus, nochmal von Weitem. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ist ja alles kein Problem. Sei nicht so eine faule Sau, sage ich mir jedes Mal so, weißt du, ich meine. Weil so viel Zeit muss ja sein, oder? Freunde, da ist es auch gerade ein bisschen voll. Also gehen wir ein bisschen weiter weg. Ganz ehrlich, wie gesagt, offiziell wirklich der Beste in Steglitz. Also ich könnte nicht da essen, direkt an der S-Bahn, gibt es Bodrum. Nichts gegen Bodrum, okay, aber es ist halt nichts für mich so, was ich meine. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich habe da auch schon gegessen und dann nochmal gegenüber, auch unter der Brücke, gibt es da noch was, irgendwie Döner Express oder was. Aber ist jetzt auch nicht so meine Kiste, ja. Also jetzt ehrlich gesagt, ist das hier der Beste weit und breit. Und wir reden nur von Steglitz. Falls ihr noch einen habt, dann einfach in die Kommentare. Falls ihr sagt, ey Digi, du erzählst echt scheiße, wir haben einige in Steglitz, dann einmal in die Kommentare damit. So, wir essen jetzt hier underground. Die Beleuchtung ist sehr gut hier. Genau, Beleuchtung ist sehr gut. Wir essen einfach hier an der Mülltonne, wie ihr sehen könnt. Stay real. Immer real bleiben. An der Mülltonne oder an der Seite? Ne, an der Seite scheiße, weil da kommen Leute raus. Freunde, ich würde sagen, ich packe jetzt einfach aus und... Ja, wir ziehen uns den einfach rein, oder? Bis gleich. Der erste Motherfucking Biss. Ich bin wirklich sehr gespannt. Berlin, Rathaus Steglitz. Mm. Schaut euch den Döner an. Mm. Es ist auf jeden Fall der beste weit und breit, meiner Meinung nach. Ja, easy. Noch ein paar Bisse und dann würde ich sagen, esse ich den mal in Ruhe auf. Halt. Thank you.
Steasy, ja, La Steasy. Ich würde sagen, komm, wir gehen mal kurz rein. Wir bedanken uns natürlich für den Döner. Der Hammer. Ja. Freunde, ich komme mal kurz rein noch dazu. Guck mal hier, immer frisch, der Meister. Guck mal hier. Kein Fake, kein Bullshit. Guck mal, der macht gerade eben sauber. Ich meine, neu alles. Ja, und ich habe dir nichts gesagt. Du machst alles von alleine. Ja. Okay. Boah, Verzeihung, ich muss gerade rüsten. Übrigens, was ihr auch seht zum Beispiel, haben die auch Chicken. Wenn ihr Chicken, Bock auf Chicken habt, haben die auch einen Chicken. Ich habe den zwar noch nicht probiert, weil ich nicht so der Chicken-Fan bin, aber Döner ist Baba. Die Quali ist natürlich krass. Also wenn ich manchmal keinen Bock habe, wenn ich zu Hause will, sein möchte und manchmal einfach gar keinen Bock habe Richtung Osloer Straße, Hakiki und alle, wie sie heißen halt, ne? Ganz ehrlich, dann komme ich immer hierher, bei uns in Steglitz. So, jetzt reicht's aber. Ich würde sagen, Dankeschön. Nochmal, Abi, danke dir. Danke, das ist alles mit Liebe hier. Habe ich schon bezahlt? Was? Ja? Ich weiß gar nicht, mein Kopf, ich bin echt 1000 Sachen. 1000? Schon bezahlt, oder? Was? Ah doch, ich habe die durchs Fenster, wa? Warte mal. So. Ich verabschiede mich natürlich und hau ab. Der hat natürlich Getränke und habt ihr es gesehen, so sieht der Laden aus. Wenn alles offen ist, kann man sich natürlich auch hier hinsetzen. So, ja? Easy. Ich würde sagen, macht kein Auge, Freunde. Lasst mal jetzt einfach mal ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ganz wichtig. Kein Auge, macht kein Auge, Freunde. Freunde, ich danke euch, ja? Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Mann, der Döner hat geballert, ohne Scheiß, für Steglitz. Wie gesagt, der Beste ist für mich der Beste im Steglitz, immer noch. Ja, der ist noch nicht mal so alt, der ist gerade mal ein Jahr alt oder so. Oder, ich weiß gar nicht mehr, wie lange sind die hier? Kann ich noch fragen. Wie lange seid ihr jetzt hier ungefähr? Ihr seid gar nicht so lange. 1,5 Jahre, seht ihr? Ist noch neu, dankeschön. Mach's gut, Abi, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Jungs, ciao. Ja, ey, der Döner knallt, der hat geknallt. Ohne Scheiß, jetzt kann ich hingehen, wo ich hin will. Du musst auch gar nicht so weit rausfahren, um einen Döner zu essen, so heutzutage. Ja, also vor allem hier in Steglitz ist es sehr schwer, was zu essen zu kriegen. Boah, sag ich mal, was zu essen, was wirklich gut schmeckt. Nicht irgendwas essen und dann einfach abstoßen, sondern ich habe das Problem hier in Steglitz, dass wenn ich hier rauskomme, was essen möchte, Burger oder irgendwas, schmeckt nicht. Wenn ich irgendwo hingehe und schlecht esse, habe ich schlechte Laune, sofort. Und City Döner am Rathaus Steglitz, ohne Scheiß. Ganz ehrlich, es lohnt sich nicht für mich, zum Hakiki zu fahren, zur Osloer Straße. Sage ich euch so, wie es ist. Hakiki ist nicht schlechter. Ich sage nur, dass das richtig Baba schmeckt. Ja. Okay, Freunde.